Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sackboy A Big Adventure. Ja, in der letzten Folge haben wir die ersten zwei richtigen Level gemacht und der Epi steht schon drauf auf dem Schlüssel zum Erfolg. Das werden wir erstmal machen. Loslegen. Loslegen. Natürlich bleibe ich sie. Nein. Da haben die jetzt oben drei Pünktchen. Sind da nur drei Zusätze drin? Ja, denk dran, Fragezeichen ist wichtig. Wie Fragezeichen? Achso, wenn das da auf diesen Ding drauf ist, meinst du? Oh, wir müssen Schlüssel sammeln. Nee, das ist unser Ziel, oder? Ja, ja, und da oben ist ein Knopf. Boah, die sehen aber böse aus. Die sehen grimmig aus. Du kannst übrigens auf die drauf springen. Achso, gedrückt halten zum Aufheben. Wir sagen doch so schön, die sehen böse aus. Was müssen wir die da oben reinwerfen? Ja, womit hast du die aufgehoben? Rechts unten. Ja, geht nicht. Ah, doch, jetzt geht. Jetzt kann ich es aber nicht werfen. Ich roll hier runter. Achso, die rollen aber gegen die Typen da. Warte mal. Oder? Ja, aber das ist irgendwie. Ja, doch, das ist. Oh, Scheiße. Der ist von selber runtergesprungen. Toll. Also runtergefallen. Oh, die sehen böse aus. Ich wusste, die sehen böse aus. Ja, das sind unsere. Nee, die nehmen dich gefangen. Hast du das nicht gesehen? Nee, mich nicht. Hat dich aber gerade gefangen. Nein! Ich bin tot wegen dir. Warum Danke. Wegen dir? Nein, du bist hier hingetransportiert worden. Wie sehe ich denn aus? Komm runter da. Was muss ich denn drücken? Ah, okay. Lass uns jetzt mal nach links. Du hast hier ganz viel vergessen hier. Wo du mich weggedrängt hast. Wir müssen aber dann auch noch mal hier hin wieder, weil da ist auch noch nicht alles gemacht. Hier müssen wir nochmal hoch, komm nochmal wieder. Ja, da müssen wir doch gleich weiter. Lass uns doch erstmal links, rechts einsammeln. Oh, siehst du, da ist sogar ein Gegner. Aua! Hallo, geht's noch? Boah, wenn man die nicht richtig sieht, kannst du da... Ja, du kannst... Da ist ein Schlüssel hinter, guck mal. Ich sag doch, dass sie dich einfangen. Ja, aber das ist nicht schlimm. Kommt drauf. Ja, dich kann ich befreien. Okay. Warte mal, hier oben. Wir schreiten hier die ganze. Ist das da hinten das Schaf? Also die Ziege nicht Schaf? Ah, da oben, ja. Ja, ja. Ja, aber warte mal, wir müssen mit dem. Ich kann ihn nicht nehmen. Warum kann ich ihn nicht nehmen? Du hast ihn doch in der Hand. Ich. Hä? Du musst ihn da oben in das Rote. Gegen das Rote werfen. Ich hab nichts in der Hand. Du hast ihn doch auf dem Kopf. Nein! Bei mir ist der. Was ist denn das Tier? Hallo, bei mir liegt er auf diesem Ding hier drauf. Hä? Also du hast ihn in der Hand. Nein, hab ich nicht. Jetzt hast du ihn wieder gefangen. Warte. Jetzt ist er endlich weg. So, jetzt kann ich den. Jetzt kannst du ihn nehmen, genau. Jetzt. Nimm mal einen Schlüssel. Zwei von fünf. Warte. Zwei von. Wieso angeben? Warte mal. Ja, wieso wieder mit dem Schlüssel da? Wieder nicht gemacht. Guck mal. Da sind die ganzen Klopapier. Ja, und hier unten ist noch mehr irgendwo. Ja, hier sind ganz viele. Sollen wir da runter? Ja, du hast es doch eben da. Oh. Da oben ist was. Da oben was. Ist noch was. Ja, nicht. Spring weiter. Oh. Aber was machen wir? Können wir da einfach hochspringen? Ach, musst du die abschießen, echt? Ja. Ich habe einen von den. Warum kann ich die Dinger nicht kaputt machen? Also einen haben wir von diesen zwei. Kannst du denn vielleicht auch? Ja, wenn man treffen könnte, ne? Jetzt klaut er mir das. Ich wollte wissen, ob man die da reinwerfen kann. Warte mal, hier unten war noch was. In die Toilettendinger? Nee. Sind wir von hier Nee, von hier sind wir nicht gekommen. Aber die sind eigentlich noch recht einfach. Ah, da oben ist noch ein Schlüssel. Ah. Warte. Kannst du den da rauswerfen? Nee, ne? Oh, ja. Nee, oder du springst einfach rein, ja. Das geht natürlich auch.
Warte mal, 3 von 5 haben wir. Ja, jetzt können wir die andere Seite noch abfrühstücken. Ja, die Frage ist... Ich habe jetzt total den Überblick verloren. Also oben links waren wir eigentlich. Hallo, ich bin dich am Schlagen. Wieso machst du mich jetzt kaputt? Geht's noch? Warte, guck hier unten nochmal. Ja. Die Brachpfanne. Nee, Kostüm. Ein Kostüm war das. Also warte mal, hier ist aber auch noch was. Oh, warte mal. Oh. Nein, ach Mann, ich wollte rausgehen. Ja. Oh. Boah, das war knapp. Oh, scheiße. Ja, am besten rollen, habe ich festgestellt. Nein, nee. Nicht da hoch. Was machst du denn? Ich kann dich nehmen. Oh, rechts Mann. Unten. Das können, kriegen wir denn nicht mehr. Da, da oben links ist der doch. Warte. Wo? Hier. Hä? Ja, dann hol den. Und du musst dich hier hinstellen und hochwerfen. Wie beim Basketball. Genau. Meinst du so, ja? Genau, und darf ich den da nicht nehmen? Ich durfte auch warte keinen... mal, da oben ist aber noch was. Warte mal, ich gehe mal hier oben noch. Ah, nee, oh, nee, das ist nur dieses. Ja, ja. Was sind das hier für Fähnchen eigentlich? Warte mal, hier müssen wir noch hin. Ist das nicht sogar die Seite? Haben wir das jetzt alle gekriegt? Jetzt habe ich es weggeworfen. Scheiße. Doch, wir haben es. Aber ist nicht schlimm, glaube ich. Jetzt müssen wir hier hoch. Hier hoch. Warte, warte. Das ist hier unten noch was? Ich höre hier nämlich was. Hallo. Ich höre hier doch was kauen. Der macht mich gleich kaputt, weil ich nichts sehe. Mann, da ist doch nichts mehr. Ach so, das ist diese komische... Ach. Das ist diese komische Ziege. Ja, toll. Das war die falsche Seite. Ach so, die kann man auch abwerfen. Du musst in die Mitte. Vor allen Dingen sieht das aus. Hast du voll die Augen oben drüber? Aber wir müssen den noch abwerfen. Dann hol mal den Schlüssel. 5 von 5. Jetzt haben wir alle. Ja. Jetzt das ist wir die hier Mitte, lang. Ne? Ja. Oh, hier ist noch ein... Okay. Moment. Das geht nicht. Ich kann nur einen hochbringen. Entweder hätten wir das zusammen machen müssen. Du warst ja nicht da. Hä? Ja, weil das geht nur mit einem irgendwie. Geh mal da durch. Vielleicht ziehst du ja, mich dann, da mit rein. Muss oder? Ich ja, ja, doch, du ziehst mich, glaube ich, mit rein. Oh Gott. Bin ich gerade gegen den gerollt? Achso, der braucht mehr als 2. 2 brauchen wir aber noch, hä? Aber warte mal. Ja. Ein Ding haben wir nicht gekriegt. Ja, noch nicht. Wir müssen, ja, wir müssen wir jetzt ja nicht links weiter. Durch, ist ja oder? Zu Ende. Hier müssen wir wieder raus, ja. Guck mal, deine lockeren Schrauben aber, lagen da auch rum. Ja, aber wo müssen wir dann hin? Hallo? Darf ich runter? Hier runter? Hier waren wir doch. Warte mal, hier, nee, hier das oben, noch das haben wir nicht zu. Gemacht. Hallo? Das hat so ein bisschen was von Tanzen, ne? Oh, was war das? Ich habe einen Fisch! Kann ich dich damit schlagen? Ist das geil? Weg hier. Aber wo müssen wir hin jetzt? Aber was machen wir jetzt mit dem Fisch? Sollen wir kann jetzt jemanden füttern? Irgendwo ein Schloss, gab es irgendwo einen Schlüssel? Warte mal, da ist ein Loch. Aber das... Hallo. Nee. Müssen wir hier so ein Viech vielleicht füttern? Hier unten ist da doch... Ah nee, das sind die Dinger hier. Warte mal, warum ist das... Ding was ist hier hier unten? Nee, das ist nur... Aber hier unten links sind wir nicht gewesen, oder? Obwohl. Stimmt, ne... da ist doch was. Ah, ja, doch. Doch, rechts, genau.
Oh, wir haben alle Kugeln. Aber ja, wir kommen nicht mehr aus dem müssen wir nur noch den Ausgang finden. Ja. Wo war der Ausgang hier? Ja. Warte, was hier ist er. Ja. Ach, das dafür sind die Schlüssel. Okay. Freiheit. Ich bin weg. es ist noch nicht das Ende. Ich bin rechts, links. Ich bin links jetzt. Oh, fuck. Ja. Oh, scheiße, ich hab schon beendet. Was denn noch nicht? Da waren noch die ganzen Kugeln. Ich war auch am Rollen. Ich hab einen goldenen Fisch gefangen. Das Abendessen ist gesichert. Vor allem jetzt auf dem Rücken. Fisch ist größer als du. Was ist das? Ein Bart? Ein Bart, glaube ich, ja. Scheiße, ich hab so viel mehr getan als dieser faule Kerl hier, ne? Bitte, ich habe sogar einen goldenen Fisch ergattert, weißt du? Und der hat nichts gemacht. Der hat nur die Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, nimm das mal, weißt du? Dies ist ein Strickritter. Oh, hast du etwa noch nie von den Strickrittern der Fantasiesphäre gehört? Die Beschützer der kunstvollen Welt? Also... Es ist die Pflicht eines Strickritters, die Welt vor Gefahren wie Vex zu beschützen. Eine gemeine Kreatur, Albträumen und Furcht entsprungen. Er verfügt über die Kraft des Aufruhrs. Sie verdirbt alles, was sie berührt. Die kunstvolle Welt braucht einen neuen Beschützer. Eine Sack-Figur mit Potenzial. Jemanden wie dich. Na... Nicht nur dich. Die Fantasiesphäre ist ja riesengroß. Es gibt zahllose weitere kunstvolle Welten. Sogar zahllose angehende Strickritter. Und du hast die Macht, sie zu Hilfe zu rufen, wenn du möchtest. Stell sie dir als Freunde vor, die so aussehen wie du. Aber das wirklich Wichtige ist, dass du Vex stoppst. Er darf nicht alle Dinge bekommen, die er zum Bau seines Auf-den-Kopf-Stellers braucht. Und zuerst musst du ihm da oben auf diesem Berg entgegentreten. Also, leg los. Wir haben das erste Mal alles voll. Ich bin so stolz. Wobei links diese Geschenke haben wir, glaube ich, jetzt nicht alle. Das sind wahrscheinlich die Sachen zum Einsammeln. Wahrscheinlich, ja. Da muss irgendwo noch was gewesen sein. Ja, da sind auch ein paar vereinzelt, die sind, glaube ich, mal runtergeflogen. Die sind so runtergerollt. Oh, ich kann wieder nichts machen. Das ist so ätzend. Was ist das jetzt? Der Himmelhochgipfel. Yay! Ein Selfie von Oma Sektbull. So. Aber ich würde sagen, dass wir erstmal das Doppelte hier machen. Ja. Wenn ich mich denn irgendwann wieder bewegen kann in diesem Spiel. Ja, warte mal. Ja, du wolltest unbedingt das eine jetzt noch haben, ne? Mein Glücksbringer. Freunde in gehobener Position. Das ist bestimmt so dieses Machtgetue, die sind ganz oben, wo man nicht rankommt. Und dann müssen wir noch zusammenarbeiten, das klappt ja bei uns überhaupt nicht. Ey, mit dir zusammenarbeiten, also der verlangt aber ganz schön viel von mir. Du haust mich ja immer nur. Da ist sie wieder. Goat. Ich huldige dir, oh Goat. Sieht schon problematisch aus, direkt am Anfang. Lass uns doch mal gucken, was hier unten ist. Hier unten ist gar nichts, was aussieht. Ich soll einen Freund aufheben. Ah! Lass mich los! Ja, kannst du mich mehr da hochholen? Ja. Ja, kann ich. Ich muss aber erstmal gucken, was ich machen Deshalb kann. Deshalb müssen wir das zusammenarbeiten, das funktioniert wieder. Da oben musst du was abschießen, kann das sein? Oder ist das nur aufgegangen? Aua! Der ist scheiße, der hat mich richtig. Ich dachte. Der ist Mist. Den ich dachte gerade, du bist der Gegner. Warte mal, Freund aufheben? Kann ich nicht schießen auf mich! Nicht mich werfen auf den, ich bin schon tot. Warum bist du eigentlich Silber? So, jetzt kannst du das drehen. Aber das macht nicht viel mit dem, ne?
Ja. Ich geh mal weg hier von dem. Der macht mir Angst. Ich weiß auch nicht so genau. Aua. Lass mich doch erstmal dahin. Huh! Erstmal dahin gehen. Was war da noch? Da war doch noch was, oder? Nee. Geh mal da hoch. Du musst da hoch. Ach, rechts. Lass mich doch erstmal gucken. Ich muss ja erstmal. Warte mal, stopp. Nein. Geh nochmal zurück. Kann ich nicht. So, jetzt kannst du. Ach so. Aber da oben ist, glaube ich. Also zumindest sehe ich. Ich gehe nicht mehr runter. Scheiße, geht doch. Uhuhu. Oh, wie soll man das denn. Oh, nee, ne? Warte mal. Zieh! Ich bin sonst kaputt! Ich hab gezogen. Oh, ist das ein Scheiß. Oder wirft einer was auf uns? Ein Böser. Ui. Ich zieh mal am Schwanz. Oh, wie seid ihr losgelassen? Du hast mich getroffen. Hallo? Oh. Kannst du mal auf, für mich zu nehmen, statt den Schwanz? Ach so, ich hab losgelassen, weil du mich genommen hast wahrscheinlich. Warte, komm mal schnell hier hin, komm mal schnell, ich werf dich hier hoch. Nein! Lass doch mal los! Oh, du sollst die Dinge einsammeln, wenn die lila sind. Wieso lila? Die war nicht lila. Doch, aua! Jetzt lass doch mal wieder hoch. Ja, du haust mich ja weg, bevor ich das umstellen kann. Aua! Ich hab nur auf die Schraube gehauen. Jetzt? Kommt man so, kann man noch irgendwie hier hin? Ah, warte mal. Können wir hier nicht vielleicht? Achso, kommen wir noch hohe Höhe? Nee. Aber ich kann nicht hochwerfen, komm mal her. Nicht runter machen. Ey! Ey! Na, lass doch nichts drücken, du sollst nichts drücken. Oh. Nein, nicht. Du musst springen und werfen. Ja, du musst auch springen. Danke. Ich bleib dann hier oben alleine. Das war mir klar. Deswegen Deswegen. Oh, oh. Was war das denn gerade? Warte mal, man kann auch ganz runter, aber was ist denn ganz unten? Ah! Jetzt war so klar. Deswegen habe ich das extra gemacht, dass ich hier reingestürmt bin. Aber natürlich hast du dann extra losgelassen. Das ist ein Yeti. Der macht mir Angst. Hä, warum klappert das so? Oh. Ah! Geh mal nach rechts. Oder? Sei nicht hier oben. Achso, du musst auf der anderen Seite jetzt machen. Nee. Ich will lieber alleine sein. Warte mal. Geh mal lieber ganz schnell durch, vertraue dem Epi. Muss da ausweichen. Aua! Spinnst du? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich habe dich nur gehalten. Oder so. Ey! Schnell! Schnell! Also irgendwie, ich weiß nicht, dann kriegst du irgendwie Doppeltes oder so. Ja, ja, Doppeltes. Müssen wir das festhaken? Ja. Oh. Hallo. Guten Tag. Oh. Achso, ich dachte gerade, gegen den müssen wir kämpfen. Wir haben wieder irgendwas ausgelassen. Ich weiß nicht. Aua. Das war mein Kopf. Da. Kann sich da nicht festhalten? Ach so, warte mal, bleib mal da.
Nein! Du solltest dich eigentlich festhalten. Oh. Keine Sorge, komm. Schatz, ich kenne dich ja, deswegen halte ich das weiter fest. Oh, wir haben beide. Leider nicht im Dings, in der Zeit. Und links kommt noch was hoch, glaube ich. Bist du nicht da oder ich dich da? Also, warte, da. Mach schnell. Warte. Komm. Kann man das auch rausziehen? Ja wollte ich gerade sagen, kannst du das vielleicht ziehen? Geht nicht, ne. Nur rein. Mm. Wir müssen aber da hoch. Oder wahrscheinlich. Geh du ja, mal ich da hoch, dich das ist nicht so gefährlich. Da kommt. Den springt. Nein! Wieso springt die nicht? Schnell! Ja, geh da doch mal rein, Mensch! Wieso geht die mal wieder raus? Pass auf. Mach aus, das Ding! Warte, ich muss dich werfen. Nee, komm hier rum, komm hier. Oh, oh. Warte. Ach, die Schrauben machen das Doppelte, oder wie? Weiß ich nicht. Da oben ist noch was. Ja, komm her. Alleine kriege ich das nicht. Boah, ich komme nicht da rum. Ist ein bisschen blöd mit dem Stick, dann hält er fest. Ach, da, warte mal. Ja, wie komme ich da hin? Da komme ich nicht hin. Kannst du das doch mal mehr runter machen? Nee. Mehr geht nicht, ich kann nur loslassen. Ach so, lass mal los, der kommt, komm. Hä? Nee, mach's ganz und lass los. Ja, aber die geht dann immer ein Stück zu. Ja, aber das reicht, das schaffen wir, komm mal mit. Achso, ach, das ist das Ende schon. Wie viel haben wir? Warte mal, können wir das so sehen? Ja, wir haben 2 von 2, okay. Ja, die haben wir. Also das eine, was wir nicht haben, ist irgendwelche Bonus oder versteckte Sachen. Ja, gut, das kann ich jetzt so. Und Silber haben wir auch. Einen Blumenhelm. Und Gold. Und mehr kriegen wir nicht. Ja, natürlich, weil ich dich überall hochgeworfen habe, konntest du alles einsammeln. Ja, aber ich finde das so dämlich mit dem, der ist der Gewinner und der ist der Gewinner. Nee, weil wir spielen doch zusammen, wir spielen ja nicht gegeneinander, weißt du? Das ist irgendwie, glaube ich, wieder so ein... Dämlich gemacht. Ja, das haben sie extra für mich reingemacht. Ja, ja. Weil ich dir immer alles gönne, ne? Weil ich dir immer alles schenke. Ach so, ja, toll. Ja, ich werf dich überall hoch. Du darfst die Sachen machen, die viele Punkte bringen. Können wir das nehmen, ohne da reinzugehen? Wie nehmen? Was willst du nehmen? Ja, da oben ist was am nee. So, da oben ist was ist am Drehen. Ist perfekt jetzt hier gerade hier ein Katzen. Ja, ja, deswegen habe ich gedacht, vielleicht können wir, aber das können wir noch kurz machen, ne? Zwar nicht so viel, aber wenn man das noch eben mitnehmen kann, so am Ende, habe ich mich jetzt erschrocken. Wir können auch noch mal in den Shop gucken. Ach so, stimmt. Warte. Ja. Vielleicht. Hui. Hallo, willkommen Hallo. In Sumsums Modemecker. Wir sind hier an der Spitze der also Rotkäppchen wollte ich ja sowieso. Also so ich habe 803. Outfit aus. 857. Oh, kostet 350 Rotkäppchen. Hast du das ausgewählt? Ja, habe ich mir gerade gekauft. Und oh, Miss Piggy. Freigeschaltet Fashion... Nee. Fashion... Na, ich konnte es gar nicht mehr lesen. Ist so schnell weggelesen. Oh, ein Hexenhut. Den hole ich mir. Oh, eine Ninja-Maske. Jetzt habe ich gleich kein Geld mehr, aber ist mir scheißegal. Rotkäppchen-Zöpfe. Oh, du hast meine andere Stammkundin gerade verpasst. Frau von Kreisch. Du nee, würdest Frau sie von Kreisch. Mögen. Sie trägt immer oh, den letzten Schrei. Ah. Festival Dämonenrobe. Okay, was ist das denn hier? Ach so, das sah jetzt nur so spektakulär aus, bis man drauf stand. Dulch. Punkrocker Hose. Ja, dann hole ich mir aber die Sets komplett.
Die Kosten... Ja, alle rum 350. Gut, bis auf den Festival Dämon, der kostet 1000. Aber ich meine, bis dahin, wir werden das, denke ich mir mal immer. Warum guckst du so komisch? Lass mich doch mal. Also ich wäre durch. Ich habe einen Jackschwanz. Nein, kann ich nicht ausrufen. Irgendwie sieht der Typ ziemlich irre aus bei uns im Hintergrund. Ja. Der hat so einen irren Blick. Ach so, ich hätte die Augen jetzt eben ändern können, aber ich weiß nicht. Nee, ich will kein Angebot durchsuchen. Ach so, hier, ich will zur Garderobe, genau. Aber... Wenn du großartig grandios... Stimmt, man kann ja auch seine Kostüme zusammenstellen. Aussehen willst, komm zu Sumsum. Oh, ich kann Hasenohren drauf machen. Das ist süß. Das ist teuer. Also ich bin fertig. Okay, dann bin ich jetzt auch fertig. Fix und fertig. So, ich weiß genau, was der Epi machen möchte. Deswegen haue ich ihn jetzt erstmal. So. Nicht. Blödmann, habe ich dich gerade gehauen. Lass uns mal so ein schönes... Hallo? Ja, noch? Lass uns, genau, hier oben so auf der Treppe. So, das ist doof, dass wir nicht näher ranzoomen können, aber es ist trotzdem ein halbwegs schönes Bild. Vorausgesetzt, der Epi zeigt nicht ständig seinen Hintern. Ich kann keine Emos machen hier. Kann ich ja, nur hauen. Aua! Also bevor der Epi hier noch völlig abdreht und mich noch kaputt macht, würde ich sagen, dass wir hier einen Cut machen, dass wir uns verabschieden. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ich hau mal ab von Epi, der ist immer so brutal zu mir. Tschüss. Ciao.